Die haben gesagt, dass man praktisch diesen Virus, den kann man bekämpfen, wenn man viel Bier trinkt. Viel Bier, dass das den Virus kaputt macht. Jetzt mach auf! Mach mal das Bier auf jetzt! Mensch, mach mal das Bier auf jetzt! Das brauchen wir, weil das Bier ist gekämpft den Virus. Wenn wir gar kein Virus haben? Ja, dann den machen wir halt dann wegen Vorbeugung. Wegen Prophylaxe. Bier, jetzt ein Prost, Prost. Wegen dem Virus, wir müssen den. Jetzt auch. Das gehen wir schon hin. Jetzt warte, ich muss den Karl-Heinz rufen. Den Karl-Heinz, muss ich ihm sagen. Karl-Heinz! Hey, ich bin's, du, pass auf, wir sind in der Brauerei. Es ist so, der Hubert, wir haben den Verdacht, dass der Hubert diesen Virus hat, weil der Hubert, der hat so gehurst vorhin, der hat so ein Gehut, wegen dem Virus, hat der, hörst du mal, Hubert? Hörst du das? Jetzt, total, ich. Und jetzt haben wir gedacht, dass wir eventuell, weil... dass der Hubert den Virus, dass der niemand so ansteckt, jetzt haben wir gesagt, der Hubert und ich, dass wir mir, machen wir mir Quarantäne hier in der Brauerei, weißt du, jetzt ein Dings, wegen, dass wir niemanden anstecken, der Hubert und ich, weißt du, machen wir Quarantäne 7 Tage, bloß, dass du weißt, dass ich morgen nicht zum Stammtisch komme, gell? Wo bist du? Wo bist du? Wo? Im Puff? Der Karl-Heinz ist im Puff. Nein. Was hast du? Quarantäne. Du bist in Quarantäne, 7 Tage im Puff. Wer ist denn da? Was? Der Erwin und du, ihr zwei. Aha, ihr zwei ganz allein. Wer noch? 15 Mädels, nur der Erwin, du und 15. Aha. Hey, soll ich eventuell... der Hubert und ich, sollten wir mal bei euch vorbeikommen? Da, also Sicherheit, warte schon. Darf man dann 3 Fußgefasseln mitnehmen? Dann kann man miteinander Quarantäne machen. Der Hubert, du, der Erwin und ich, dass wir. Hä? Nicht? Was? Sollen wir nicht kommen? Aha. Ja. Servus. Karl-Heinz ist auch eine selten dumme Sau, ehrlich Woche. Karl-Heinz. Prost. Wie müssen wir wegen diesem Virus? Mach sie dir zu! Mach sie, dass da keiner mehr reinkommt! Mach sie!